Was für ein fettes Teil, sage ich da nur. Die Milka Oreo XXL Monster Quetschwalzen, irgendwas Schokolade. Hier im Testvideo, viel Spaß dabei. Es grenzt ja schon fast an eine Perversion, eine so gigantisch beeindruckende Schokolade herauszubringen. Die Milka, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, Gigant, ich weiß nicht, wie diese heißen, diese riesigen Schokoladen, die hatten einen speziellen Namen. Die Milka-Schokolade in der Sorte Oreo als Riesentafel habt ihr jetzt hier bei mir im Testvideo vor euch. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, man merkt, ich musste den Satz so ein bisschen umbauen, ist egal, ist ja alles random hier. 100% Alpenmilchschokolade. 300 Gramm hat das Mörderteil und ist gefüllt mit geiler Oreo-Füllung. Ihr findet auf meinem YouTube-Kanal auch die Milka Oreo mit diesen runden Oreo-Dingern drin. Die fand ich extrem lecker. Ich schätze mal, dass die hier genauso aufgemacht ist, also geschmacklich. Nur eben, also nicht gleich aufgemacht, sondern geschmacklich ähnlich ist, aber halt ein bisschen anders aufgemacht. Bei der anderen Milka hatte man quasi Milka-Schokolade. Da hatte man wie so kleine, ich sag mal, Aushöhlungen. Da war die Creme drin und da oben drauf war wie so ein Oreo-Keks. Und das waren so aber separate Stücke, ich glaube 8 oder 10 Stück. Hier hat man quasi die Füllung in der Schokolade drin. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum das eine große Tafel ist, weil ich schätze mal, bei den dünneren Tafeln ist diese Art herzustellen einfach nicht möglich. Und das ist wahrscheinlich auch bei vielen anderen großen Milka so. Zum Beispiel gibt es ja auch welche, wo dicke, ganze große Haselnüsse drin sind. Das findet man, glaube ich, bei kleinen Milkas auch nicht, sondern nur bei diesen ganz großen, weil die halt einfach auch viel dicker sein können als eine normale Milka. Das wird da der Grund sein. Und ja, 300 Gramm sind drin, regulär kosten die 3 Euro. Nährwerte könnt ihr euch hier oben angucken. Natürlich viel Fett ist ja Schokolade, viel Zucker, was soll man erwarten. Wir haben so ein bisschen Eiweiß, also voll das Fitnessfood. 555 Kalorien pro 100 Gramm. Und eine Portion, die da 33,3 Gramm hat, also ungefähr ein Zehntel, hat 185 Kalorien. Die Zutaten sind mir fast zu lang. Ich lese nur meinen Anfang vor. Eine gefüllte Alpenmilchschokolade mit Milchcremefüllung, 38%, mit Vanillegeschmack und Kakaokeksen, 16%. Übrigens, ich mache hier mal kurz noch so. Ich habe das gerade beim Teaser vergessen. Es gibt gleich noch was ganz Besonderes. Schaltet also nicht aus, wenn das hier getestet wurde. Es geht noch weiter. Zutaten. Zucker, pflanzliche Fette, Palmkern. Ich muss unbedingt mal Palmkern googeln. Ich habe das noch nie. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Also wo da dieses Fett genau hergenommen wird, dieser Palmkern. Weizenmehl, Magermilchpulver, Kakaobutter, Süßmolkenpulver aus Milch, Kakaomasse, Butterreinfett und. Weizenstärke, Glucose, Emulgatoren, Haselnüsse, Backtriebmittel und Aromen natürlich. 7,5% Magermilchpulver in der Milchcremefüllung. Also man hat auch in der Milchcremefüllung tatsächlich ein bisschen Milch drin. Ob das jetzt die Original-Oreo-Creme ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ob das, also quasi... Die Marke ist natürlich Oreo, aber ob die Kekse wirklich genauso gemacht sind wie die Original Oreos und die Milchcreme genauso gemacht ist wie ein Original Oreos, weiß ich nicht. Ich schätze aber mal ja, weil sonst wäre es wieder irgendwo Beschiss. Das würde einen zwar auch nicht wundern in der heutigen Lebensmittelindustrie, aber ich will auch nicht zu viel sagen, es kann ja durchaus sein. So, was sie kostet, habe ich gesagt. Jetzt gucken wir mal, wie wir das Mörderteil aufmachen. Da brauchen wir eine Anleitung für, wobei die steht auch bei jeder anderen Tafel drauf. Auch bei den kleineren. Wir können das jetzt hier oben einfach so aufreißen. Boah, da muss ich jetzt meine Kamera zurückstellen. Was für ein Tier. Ich will die jetzt nicht ganz rausholen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Weil dann kann ich die wieder nicht richtig einpacken. Was für ein Tier. Die Milka Oreo mit riesigen fetten Stücken. Ja, und man sieht, wenn man sich wirklich so ein Format von so einem Stück hier anguckt, das kann nicht bei einer kleinen Tafel verwirklicht werden. Das ist echt beeindruckend, muss ich sagen. So sieht sie aus von innen drin. Wir sehen hier die außen die Alpenmilchschokolade. Man merkt auch direkt am Fett, die Milka ist so komisch fettig immer. Deswegen mag ich sie persönlich nicht so gerne. Sie schmeckt zwar gut, aber sie ist wirklich sehr, sehr komisch fettig. Also jede Schokolade ist fettig, aber ich finde die Milka ist irgendwie fettigerer als andere. Da haben wir hier die Milchcreme. In der Mitte haben wir den Oreo-Keks, der tatsächlich wohl auch noch knusprig ist. Die Milchcreme geht ja auch nach außen hin natürlich. Das ist jetzt aber ein Randstück. Und ja, so stellt man es sich eigentlich vor. Sieht aus wie auf der Packung. Hat auch eine leichte oder so eine... dieses Röstaroma von den Oreos ist dabei. Ich probiere es jetzt mal und dann hören wir auch mal, wie der Knack ist. Und wie knusprig der Keks ist. Oh ja.
Das ist wirklich lecker. Knuspriger Keks sind drin. Ihr könnt ja mal gucken, wie die irgendwie so auseinanderfummeln können. Ja, gut. Ist jetzt nichts anderes als vorher. Müssen wir jetzt hier erstmal. Es ist eher so ein länglicher Keks, der hier dann gebacken wurde. Da sind natürlich also keine Runden drin. Sieht eher aus wie so ein Leibniz-Butterkeks, der hier mit diesen Zähnen ist. So sieht der Oreo-Keks aus. Ich habe jetzt hier etwas den Eindruck, dass er etwas heller ist als bei Oreos. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Er ist auf jeden Fall super knusprig. Und das Teil schmeckt einfach. Man darf jetzt, glaube ich, nicht erwarten, boah, ich habe alle Finger voll geschmiert hier. Man darf jetzt, glaube ich, nicht erwarten, dass das jetzt hier der ultimative Oreo-Geschmack ist, weil man hat ja wirklich auch einen sehr großen Anteil Schokolade. Das ist aber wirklich eine gute Kombination von Oreo, Schokolade. Was ich persönlich das Highlight finde dabei, ist einfach die schiere Größe dieser Tafel. Die sieht einfach beeindruckend aus. Es ist eher so ein Show-Effekt, den man dabei schon hat. Von daher kann ich sagen, probiert das Ding gerne mal aus. Wer Oreos mag, wer Milka mag, kann sie gerne mal probieren. Ich finde sie ganz okay. Sie zieht mir zwar nicht die Schuhe aus, ich bin aber begeistert davon, dass sie richtig schön knusprigen Keks innen drin hat und die Größe ohne Witz. Das ist einfach schon einfach mal so ein Kauf wert, dass man sich einfach mal so eine Tafel Schokolade nimmt und sich davon ein paar Stücke abbricht und es sich einfach schmecken lässt. Die Milka Oreo, jetzt ein Stückchen kleiner, immer noch gigantisch groß, perfekt um Einbrecher zu erschlagen. Es war mir eine Freude, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne von euch einen Kommentar, wie ihr diese Sorte findet. Gerne auch einen Kommentar zu den anderen großen Sorten, welche es da gibt, welche findet ihr besonders gut. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mir was dazu schreibt. Und ansonsten sage ich nur, danke fürs Zuschauen, habt einen wunderschönen Tag, bis bald, macht's gut und ciao. Jetzt hätte ich es selber fast vergessen. Ich wollte euch noch dieses Special von Milka zeigen. Die Bubbly White. Bubbly White, wo kommt die her? Ja, tatsächlich. Diese hier ist aus Budapest. Ich habe sie in Budapest entdeckt. Und meine Freundin hat mir neulich gesagt, die kenne ich ja gar nicht. Wo ist die her? Und ich wusste gar nicht, dass es die in Deutschland nicht gibt. Sie ist nämlich ein riesen Milka-Junkie. Ich persönlich kenne mich mit Milka nicht so aus. Die Milka Bubbly White wollte ich euch jetzt hier nur mal kurz vorstellen. Ich kenne sie, wie gesagt, noch nicht. Habe sie aus Budapest mitgenommen und selber noch nicht probiert, wollte sie euch in einem Test zeigen, aber ihr wisst ja auch, oh, die sieht aber interessant aus, wie so eine Bubbly-Schokolade. Ihr wisst aber auch, ich bin jetzt kein Fan davon, euch Sachen zu zeigen, die ihr nicht kaufen könnt, deswegen ist das jetzt hier nur ein kurzer Gimmick. Außen voll mit Schokolade, innen drin weiße Schokolade, Luftschokolade. Luftig so ein bisschen. Besonders geil ist es, wie ich finde, wenn man Luftschokolade ins Eisfach packt. Schmeckt mir gut, ist aber ehrlich gesagt einfach nur Luftschokolade. Aber Milka Luftschokolade. Ich finde die Form sehr cool. Ja, das war's dann jetzt aber wirklich. Schöne Grüße, macht's gut, ciao.